einschränken. Das erste, was passieren wird für die kleinen YouTuber, ist der Copyright-Strike. Stopp die Zensur! Stopp die Zensur! Ich halte das für einen Skandal. Memes sind ja auch nicht mehr möglich dadurch. Twitter-Memes oder so. Heute, liebe Kinder, geht es um den schlauen Axel Voss. Ein Mann, der keine E-Mail schreibt, der klärt alles per Flaschenpost. Er weiß doch nicht, was WLAN ist, als käme aus nem Rattenloch. Wir klären, dass sie friedlich, nicht aggressiv mit Kalaschnikow. Denken wie wir sagen ja und nicken wie ein Wackelkopf. Ich bin froh, wenn jemand ihr Maul mit der Krawatte stopft. Sie versteht die Lage nicht, arrogant wie ein Plattenboss. Wir sind keine Bots und es wird Zeit, dass sie die Masse stoppt. Egal ob Insta oder Pinterest, wir alle sind betroffen, Secure Internet. Wir sind da und verteidigen die Plattform. Kämpfe gegen genannt wie dieser eine Typ aus Bloodborne. Egal ob Insta oder Pinterest, wir alle sind betroffen, save your Internet. Wir sind da und verteidigen die Plattform. Kämpfe gegen an wie dieser eine Typ aus Bloodborne. Kreativität kennt keine Grenzen, außer mit Lizenzen. Wir lassen uns nicht bremsen. Ich mach kein Content für Maschinen, sondern für Menschen. Es gibt keinerlei Schutzmaßnahmen. Was haben Sie für Pläne und wo ist da die Struktur? Das ist mehr als nur Zensur. Fick die Internetkultur, fick die kleinen Unternehmen. Ohne groß zu überlegen, wird hier alles ignoriert. Wir haben keine Filter, aber kleinere Kanäle werden automatisiert, ausradiert und blockiert. Lieber Herr Schulze, wechsel bitte dein Beruf. Nach deinem Tweet kann man sehen, Politik tut dir nicht gut. Hiernach möchte ich ihre Fresse nie wieder sehen. YouTube ist Broadcast, so selbst und keine Mediathek. Zuerst der Hashtag auf Twitter, jetzt heißt es Cry Me a River. Frag sind Fox, wird es bitter, 23.03. Heute gehen wir raus vor die Tür und kämpfen dafür. Artikel 31er. Heute wird die 13. Shirt, so dass jeder es hört. Artikel 31er. Ich bin hier, weil mich die Urheberrechtsreform persönlich betrifft. Und zwar bin ich selber als selbstständiger Komponist tätig und dementsprechend Urheber. Und so wie die Reform momentan im Entwurf vorliegt, ist sie nicht nur schwer bis gar nicht umsetzbar, sondern benachteiligt mich als kleinen Urheber im Gegensatz zu den großen Firmen. Kein Sinn ergibt nicht leisten. Kleiner Tipp von Axel Voss, der löscht halt deine Seite. Oh mein Gott, keiner fickt mit der Gemeinde. Danke an Jusi, der sich ständig dafür einsetzt. Ihr habt nichts beendet, Alter, redet nicht von...